Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Teddy. Heute geht es um mich. Und zwar geht es darum, dass ich schon lange mal sagen wollte, wer ich eigentlich bin und woher ich komme, was ich überhaupt mache. Also ich bin ja ursprünglich, komme ich ja aus dem Sport. Also ich habe ja sehr lange im Bodybuilding, im Fitness meine Welt gehabt. Ich bin seit 16 habe ich Sport gemacht, habe dann mit 19 meinen ersten Wettkampf gemacht, habe dann mit 20 meine ersten Sponsoren bekommen, habe dann bis, was war das, bis 2013 habe ich Wettkämpfe gemacht und dann habe ich mich eigentlich auch ein bisschen mehr darauf konzentriert, Leute vorzubereiten, das heißt zu betreuen, sei das jetzt im Bodybuilding oder im Fitness, Trainings gegeben, beraten, also quasi Leuten einfach geholfen, den einen halt, die ein paar Tipps brauchen oder so, einfach so und andere natürlich halt im Vorbereitungsmodus, sage ich jetzt mal, so ein bisschen gezielter. Das ist das, was ich gemacht habe und immer noch mache, also ich berate und betreue immer noch Leute, so ist es nicht, aber ich habe durch einen kleinen Unfall, also klein, einen Unfall, der mich gesundheitlich eingeschränkt hat, halt leider vor knapp 2,5 Jahren, musste ich das Ganze aufgeben, was für mich eines der schlimmsten Momente war überhaupt in meinem Leben, muss ich sagen. Wenn man da seine 20, 21, 22 Jahre den Sport macht und wirklich ausübt, nicht einfach nur so ein bisschen wischiwaschi, sondern wirklich volle Kanone, dann ist das übelst schwer, wenn da jemand sagt, nö, ist nicht mehr. Ja, das habe ich aber trotzdem auf eine andere Weise wieder in eine Schiene gebracht, wo ich halt auch wieder auf gute Leute gestoßen bin. Aber dennoch, ich habe da halt auch einen Instagram-Account gehabt, den ich über Jahre hinweg gepflegt habe. Auch dort war meine Intention dahinter, den Leuten zu helfen. Und da ging es ja nicht, soll ich sagen, da kriegt man ja nichts für Werbung oder sonst irgendwas, außer man bewirbt irgendein Produkt oder sonst irgendwas. Aber schlussendlich ging es da wirklich hauptsächlich darum, den Leuten, die mir gefolgt sind, die ich kennengelernt habe, denen zu helfen, dass die halt nicht dieselben Fehler gemacht haben, wie ich sie früher gemacht habe. Im Prinzip einfach den Leuten, ja, ein bisschen ein paar, eine Abkürzung zu geben quasi, um denen irgendwie weiterzuhelfen. Das war meine Intention und so hat es eigentlich angefangen. Und da hat dann auch mich mein Sponsor damals unterstützt und hat gesagt, ja, finde ich eine gute Sache, mach du das. Das habe ich dann auch getan. Leider hat sich das dann auch erübrigt, als ich dann halt eben da den Bescheid bekommen habe, dass ich nicht mehr trainieren darf, dass sich für mich halt erledigt hat. Und ja, da hat es mich dann halt ein bisschen weggezogen von Instagram. Da habe ich dann gesagt, okay, ich mache da mal auf Pause. Das habe ich dann auch getan, beziehungsweise immer noch. Und habe aber heute einen Bescheid bekommen, was mich übelst freut. Ich habe heute einen Bescheid bekommen von meinem Arzt. Ich hatte heute noch mal einen Untersuch und der hat zu mir gesagt, ich könne es wieder versuchen. Ich kann jetzt ab morgen werde ich wieder Sport betreiben und dann werde ich mal schauen, wohin die Reise geht. Also wie gesagt, Betreuung und so mache ich immer noch, aber das ist halt eben nur noch nebenbei und es wird auch nie mehr so laufen wie früher, ganz klar. Aber der Instagram-Account wurde mir kurioserweise von Facebook gelöscht. Ich habe mir einen Account aufgebaut mit, ich glaube, über 7 oder 8 Jahren war das, mit irgendwie, weiß nicht mehr, 9, 8, 9, 10, 11.000, ich weiß es nicht mehr. Wirklich eine gute Community da aufgebaut und da sagt mir jetzt Facebook, nö, ist nicht, das gibt es nie mehr. Also beziehungsweise die sagen gar nichts, den Account gibt es halt einfach nicht mehr und die helfen mir genauso, wie dir YouTube hilft, wenn du ein Problem hast. Also ist es auch mal abgehakt, weil eigentlich wollte ich da jetzt noch das reaktivieren, quasi, um das mit der Krypto-Geschichte ein bisschen zu kombinieren mit der Fitness-Bodybuilding-Geschichte. Das heißt, weil hier ist ja ein Krypto-Kanal und ich wusste jetzt nicht, ob das so gut ankommen würde, wenn ich jetzt hier auch auf einmal Fitness-Videos mache. Ich meine jetzt nicht so die Trainingsvideos oder so, sondern mehr so, wie, was, wo ich so mache und wo es jetzt bei mir wieder hingeht, wie mit dem Essen und was auch immer und vielleicht auch noch Fragen beantworte, die
wenn es jemand interessiert. Das war so meine Intention jetzt bei Instagram. Nur leider haben die mir meinen Account jetzt gelöscht. Ich überlege mir da noch was, ob ich da eventuell, wenn da Interesse besteht, vielleicht was mache. So, wenn jetzt das Ganze ein bisschen weglegen, und zwar bin ich dann halt in dieser Zeit, wo ich nicht trainieren konnte, habe ich mich halt mehr auf Krypto fixiert. Ich habe das vorhin auch schon getan, aber halt nur so beiläufig und ein bisschen nebenbei. Und habe mich dann ein bisschen dann tiefer mit der Materie beschäftigt, das über die Zeit. Und dann halt wirklich stundenlang, das täglich. Das waren täglich, ohne Witz, 4, 5, 6, teilweise 7 Stunden, teilweise ganze Wochenenden, die ich wirklich nur durchgelesen habe, Videos geschaut habe. Und also wirklich da volle Kanone reingelesen und habe halt einfach auch gemerkt, dass ich halt früher viele Sachen falsch interpretiert habe. Und dann kamen halt Freunde auf mich zu und haben gesagt, ja, du bist ja jetzt auch da im Krypto, kannst du mir nicht mal erklären, wie funktioniert denn das? Oder wie ist denn das mit dieser Börse? Oder wie muss man sich denn da anmelden? Oder das ist ja alles gut und recht, das habe ich am Anfang ja auch getan. Nur das Problem ist halt einfach, wenn man irgendwann eine gewisse Anzahl an Leuten hat, die dir schreiben, privat, das wisst ihr sicher auch, wenn der Kumpel mal schreibt, hey, ich habe gar keine Ahnung von gar nichts, aber erklär mir doch mal, was diese 24 Wörter sind und was ein Netzwerk ist. Und warum zahle ich Netzwerkgebühr und solche Sachen? Dann erklärt man es denn, denn für uns ist es logisch, aber für das Gegenüber ist es eigentlich meistens nur Bahnhof. Und dann muss man halt 2, 3 Mal etwas erklären. Das ist ja gut und recht, wenn man halt 10 Leute hat, dann hat man keine Freizeit mehr irgendwann, weil man nur noch am WhatsApp und am Telegram Nachrichten schreiben ist. Und aus diesem Grund habe ich dann einfach mal gesagt, ich mache jetzt einfach mal einen YouTube-Account, wo ich das für meine Freunde, die mich halt fragen, dann halt die jeweiligen Fragen einfach ein Video mache, ich sie nicht mehr beantworte, sofern sie jetzt nicht gerade dringlich sind, aber halt einfach ein Video mache und das dann hochschmeiße, dass ich dann, wenn die Frage nochmal kommt, das halt einfach weiterschicken kann. So, jetzt kommt sicher die Frage, ja, warum geht er nicht einfach hin und schickt einen Link von einem anderen, wo das erklärt? Ganz einfach, weil ich keine Lust habe, mir 20.000 Videos anzuschauen, um dann wirklich dieses ganze Video und das, was der in dem Video auch sagt, alles vertreten zu können. Das ist ganz einfach. Wenn ich etwas sage im Video, dann ist es so, wie ich das sehe oder wie ich das handhabe oder wie ich das jetzt zum Beispiel meinem Kumpel oder so das auch zeigen würde oder erklären würde. Und da ist es halt einfach manchmal doof, weil gewisse Sachen halt von gewissen Leuten halt promotet werden und so, und ich möchte eigentlich nicht Kumpels von mir, die da neu dabei sind, dass sie sich da von irgendetwas da einlullen lassen, nur weil irgendjemand das jetzt halt bewirbt. Jo, und das ist halt auch der Grund, dass ich hier bin, und ihr habt in meiner Beschreibung ist halt auch eine E-Mail-Adresse drin, wo man schreiben kann, wenn vielleicht irgendwie Bedarf ist, etwas zu erklären, das euch Wunder nimmt. Ja, einfach schreiben, wenn was ist. Ich versuche es, sofern ich es kann, nach meinem besten Empfinden oder Gutdünken das zu erklären. Wenn ich es nicht kann, werde ich euch im Video dann jemanden empfehlen, der das kann. Also hier, es geht hier nicht um Konkurrenz oder sonst was. Es gibt einen Haufen YouTuber, die ich gut finde, die wirklich gut sind. Ich habe auch mit einigen Kontakt, die wirklich echt gut drauf sind. Also ich schätze gute Arbeit, und egal wer das macht, jeder hat es verdient, wenn er das auch wirklich gut macht. Ja, das wäre es auch für heute schon gewesen. Ab morgen geht es dann wieder los, beziehungsweise übermorgen geht es dann wieder los mit ein paar News, wieder mit ein paar anderen Sachen zum Thema, wie mein Portfolio in der nächsten Zeit aussehen wird, was, wie, wo ich, wie ich reagieren werde in der nächsten Zeit, wie es ich so sehe, was ich so denke und wohin ich glaube, dass die ganze Geschichte noch gehen wird in nächster Zeit. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß noch heute, und die Kurse sind ja heute auch ziemlich spannend. Von dem her wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend, und wir sehen uns bis bald. Tschüss.